Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, vor einigen Tagen wurden viele von uns mit einer richtig krassen Aktion von Matthias, dem Sektplus-Geschäftsführer, überrascht. Wie ihr dem Videotitel entnehmen könnt, gibt es einen neuen Gaming-Booster mit dem Namen Fairplay. Dieser hat identische Inhaltsstoffe wie der Level-Up-Gaming-Booster und auch die gleiche Menge an Pulver pro Dose. Der Clou dabei ist, die Dose kostet bei Sektplus nur 7 € statt 40 €. Natürlich gibt es dann auch gleich wieder Leute, die daran zweifeln und denken, das Ganze kann doch nicht wahr sein. Es ist viel zu schön, um wahr zu sein. Ich kann euch aber mal direkt sagen, dass es kein Scam ist. Also es gibt den Gaming Booster wirklich und es ist kein verspäteter April-Scherz, sondern harte Realität. In diesem Video erzähle ich euch, warum der Gaming Booster so günstig ist und zeige euch dann in einem zweiten Teil den Gaming Booster. Das kommt dann die Tage online. Also da rede ich dann, wie sieht das Pulver aus, wie schmeckt es mir persönlich. So eine Art, ja, eine kleine Produktreview, wie ihr es ja von mir kennt. Ich kann aber noch nicht sagen, wann das Paket dann wirklich bei mir da sein wird, weil ich denke, die haben da echt die nächsten Tage viel zu tun. Dann verlinke ich das aber auch nochmal hier unter diesem Video dann die Review. Ja, kommen wir jetzt mal zur Vorgeschichte, sage ich mal. Wie ist das Ganze entstanden? Wie kam es dazu überhaupt, dass jetzt so ein Fairplay-Booster kommt? Sektplus ist ja bekannt als Nahrungsergänzungsmittelhersteller und Händler, sage ich jetzt mal, auch wenn das komisch klingt. Und zwar mit dem Fokus auf den Sportbereich oder auf den Fitnessbereich. Wirkliches Interesse an der Gaming-Szene hatten sie jetzt eigentlich nicht so wirklich. Sie haben jetzt auch vor einem Jahr ungefähr einen Gaming-Booster zwar auf den Markt gebracht, das war aber eher so ein Nebenprojekt, was jetzt aber nicht unbedingt heißen muss, dass es wirklich schlecht ist. Im Gegenteil, sogar der Headshot Gaming-Booster ist momentan wirklich der beste käuflich-erwerbliche Gaming-Booster überhaupt. Da habe ich auch mal eine Review dazu gemacht, da hatten sie mir was geschickt. Und den Link zu dem Video findet ihr auch in der Beschreibung. Jetzt aber mal zu Level Up oder zur Geschichte von Level Up. Als Level Up letztes Jahr gegründet wurde, hatten sie ja erstmal natürlich auf sich aufmerksam machen wollen und haben dann viele Dosen an große, aber auch kleine Gaming-YouTuber verschenkt. Auch ich hatte damals eine Dose zugeschickt bekommen von Level Up direkt und hatte dann ja in meiner Review einen sehr großen Kritikpunkt. Und zwar war das Preis-Leistungs-Verhältnis. Damals hatten die Dosen nicht 320 Gramm, sondern nur 160 Gramm, also die Hälfte an Pulver pro Dose und der Preis aber von dieser 160 Gramm Dose war nicht bei 20 €, wie man annehmen sollte, sondern es waren die vollen 40 €. Ja, irgendwann gab es dann halt diese Erhöhung, wahrscheinlich durch, ja, weil viele Experten halt, also Experten in Anführungszeichen, oder dann halt auch so Leute wie Matthias da Druck gemacht hatten und das Ganze kritisiert hatten, dass es wirklich unverhältnismäßig ist, dieses Preis-Leistungs-Verhältnis halt einfach. Da hat man dann halt auch wirklich gemerkt, dass Level Up jetzt nicht so wirklich ein Fan von Kritik ist. Leider hatten das viele Kunden damals nicht so wirklich gecheckt, dass das Preis-Leistungs- Verhältnis einfach wirklich schlecht ist, da die großen und tollen YouTuber und auch Partner dann gesagt haben, nein, Level Up ist ein Top-Produkt und Theanin ist was ganz besonders, was da drin ist und das schmeckt nicht so scheiße wie bei anderen Gaming-Boostern, also das Level Up ist wirklich das Beste überhaupt und natürlich glaubten die Abonnenten der großen YouTuber lieber ihrem Idol, sage ich mal, und ich da mit meinen damals 200 Abonnenten war dann eher unglaubwürdig, aber das sollte sich dann noch ändern. Ja, einem Mann ging das dann so wirklich auf die Nerven, glaube ich auch, dass dieser Gaming Booster so wirklich teuer angeboten wurde und das war dann halt Matthias Clemens, also der Sektplus-Chef oder CEO. Aber jetzt nochmal zurück zu Level Up, also ich habe ja schon gesagt, dass es im letzten Jahr gegründet wurde und zwar unter anderem von einem gewissen Nils Schlieper, Nils Holgersson, der auch liebevoll von Matthias genannt wird. Nils war schon früher ein Fitness-YouTuber, hatte glaube ich so irgendwas um die 40.000 Follower auf seinen Social Media, vielleicht auch mehr oder weniger, ich weiß jetzt nicht ganz genau. War dann halt auch sehr gut befreundet mit anderen Fitness-YouTubern, hat sich da was aufgebaut, sage ich mal. Und auch damals war er dann schon bekannt als so der Fitness-Booster-Verrückte, also da wirklich auf den Fitness-Bereich fokussiert. Irgendwann machte er dann natürlich das Wissen, was er da angesammelt hatte, sich zu nutzen und hat dann vor so 2 Jahren, denke ich mal, so die Idee zu Level Up gehabt. Schon während der Zeit als Fitness-YouTuber damals aber hat er kostenlose Produkte von Sektplus, also auch von Matthias, zugeschickt bekommen. Also man könnte dann meinen, sie hatten eigentlich eine gute Beziehung, aber irgendwann hat sich das dann wohl auch geändert, natürlich ins Negative. Matthias wollte das wohl auch so klären, aber der Nils hatte dann irgendwann wohl keine Lust mehr drauf und ignorierte den Matthias. Wahrscheinlich gibt es da auch noch viel, viel mehr Gründe, die wir gar nicht kennen, aber ich wollte jetzt einfach das nur mal sagen, damit ihr mal versteht, warum bringt Sektplus jetzt einen Gaming-Booster raus für knapp 7 €, also 6,86, wodurch sie ja überhaupt gar kein Plus machen, also sogar ein leichtes Minus. Dennoch muss man sagen, es war wirklich die größte Marketingaktion ever, also in der Firmengeschichte von Sektplus und die Server von der Sektplus-Seite waren auch mehrmals down. Der Ansturm auf die 10.000 Dosen war extrem groß und innerhalb der ersten 24 Stunden war es dann auch schon ausverkauft. Ja, von dem Ganzen, dass die Seite down war, habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen. Ich hatte meine Dose bestellt und zwar irgendwie um 5 Uhr nachts oder so bin ich noch auf die Seite. Fragt nicht, warum ich um 5 Uhr nachts auf der Sektplus
Newsseite bin. Genau, also ich konnte mir da jetzt noch eine Dose ergattern und da kommt dann halt auch, wie gesagt, die Review noch. So, jetzt aber genug zur Hintergrundstory. Was mich jetzt gerade sehr interessiert ist, in welchem Team seid ihr eigentlich? Also nehmt mal gerne jetzt alle an der Umfrage oben rechts in diesem Video hier teil und klickt an, ob ihr Team Sack Plus, Team Level Up oder ja neutral zu der ganzen Geschichte hier seid. Würde mich wirklich sehr interessieren. Ja, dann nochmal zum Produkt. Also das hat 320 Gramm die Dose und auch die Inhaltsstoffe, die ganzen Zutaten sind 1:1 wie bei Level Up. Vielleicht finde ich da noch das Label und dann stelle ich das jetzt nebeneinander und dann seht ihr halt auch direkt, dass es wirklich eigentlich keine Unterschiede gibt zu den Inhaltsstoffen. Ob die Dosierung generell gut ist oder ob der Booster im Allgemeinen gut ist, lässt sich natürlich diskutieren, weil Matthias würde natürlich sagen, das ist absoluter Müll. Das sagt er ja auch, das ist eher so eine Art Energy Drink und das ist 7 Euro wert und mehr nicht. Genau, also wegen der Dosierung lässt sich das diskutieren, kann man da diskutieren, aber was man nicht diskutieren kann, ist der Preis. 40 Euro bei Level Up und bei Sack Plus, wie gesagt, 6,86 Euro. Kleiner Fun Fact, das Level Up Probepack bietet 5 Portionen mit 5 Geschmacksrichtungen und kostet mehr als eine Dose mit 40 Portionen von Fairplay. Denn fürs Probepack müsst ihr ja 10 Euro hinblättern. Und bevor es das Probepack überhaupt gab, musste ich damals für eine Probeaktion von Strawberry Kiwi sogar 6 Euro für eine einzige Portion zahlen. Das ist kein Witz. Ich habe da auch nochmal in meinem Mail-Postfach nachgeschaut und das war so Mitte November 2018. Man muss halt schon mal ganz klar eigentlich sagen, dass der Headshot Gaming Booster, den sie ja auch noch anbieten, den ich auch schon mal getestet habe, einfach deutlich bessere Inhaltsstoffe hat oder auch eine Tryhard Plus hat bessere Inhaltsstoffe als Level Up. Ich habe auch den Stream mit Stay und Haptic gesehen, wo sie gesagt haben, dass Headshot und Level Up fast die gleichen Inhaltsstoffe haben sollten. Und dann haben sie das Ganze auf den Kilopreis noch hochgerechnet und da hatte ich echt während des Streams so richtig Kopfschmerzen bekommen, weil da einfach so viel Schwachsinn erzählt wurde. Vielleicht mache ich da auch mal ein Reaction-Video dazu, je nachdem, wie der Stream zusammengeschnitten wird, wie das Video dann aussieht. Schreibt gerne mal Hashtag Reaction in die Kommentare, falls ihr euch sowas wünscht. Und wie ich gehört habe, wird der Matthias sowas ähnliches machen. Oder das gleiche eigentlich. Ja, einige fragen sich vielleicht immer noch, ist das jetzt wirklich der Einkaufspreis? Ist das nicht vielleicht doch günstiger oder teurer? Und da kann ich nur sagen, nun, man darf nicht vernachlässigen, dass der Dosenpreis jetzt auch stark davon abhängig ist, wie viel man herstellen lässt. Wir haben jetzt hier 10.000 Dosen, also 5.000 Dosen pro Geschmacksrichtung und der Preis liegt ja angeblich bei 6,86 Euro. Würde Matthias jetzt aber zum Beispiel nur 1.000 Dosen herstellen von dem Fairplay Gaming Booster und diese verkaufen, da wäre der Einkaufspreis pro Dose vielleicht bei 12 oder 15 Euro. Andersrum aber natürlich, wenn er 50.000 Dosen produziert, liegt der Preis natürlich weit unter 6,86 Euro. Aber um jetzt auf die Frage zurückzukommen, ich bin der Meinung, dass es der echte Einkaufspreis ist, also ich kenne ja auch ein paar Zahlen und jetzt für die 10.000 Stück kommt das schon hin. Da auf jeden Fall nochmal Props an Matthias für diese geile Aktion, also ich schaue mir gerade auch alle Insta-Stories von ihm an, weil das einfach Unterhaltung pur ist, was er da erzählt. Die meisten haben ja bei solchen Aktionen direkt Angst, irgendwie rechtliche Probleme zu kriegen, aber er zieht das einfach knallhart durch. Meiner Meinung nach hätte er auch den Gaming-Booster für glatte 10 Euro anbieten können, um die ja, Lagermitarbeiter zu bezahlen und so ein klitzekleines Plus noch so als Belohnung zu haben, aber wie vorhin schon gesagt, für ihn ist es eher was Persönliches, also bei ihm geht es bei der ganzen Aktion jetzt nicht um den Profit, das ist ihm völlig egal. Deswegen gibt es auch noch einen Restock, nur noch dieser Restock und dann gibt es wahrscheinlich nicht mehr diesen Fairplay Gaming Booster, außer Nils provoziert da mit einer Gegenaktion, was aber sehr, sehr unwahrscheinlich ist aus meiner Sicht. Ja, abschließend möchte ich dann noch die Frage beantworten, ist es jetzt wirklich das Ende von Level Up? So hieß ja auch das Video von Matthias. Ich würde sagen, leider nein. Ein bisschen schadet es kurzfristig gesehen schon Level Up, aber da der Fairplay Gaming Booster nicht dauerhaft im Sortiment ist, wird dieser ein paar Monaten ja leider in Vergessenheit geraten. Level Up konnte sich über die letzten Monate einfach zu sehr etablieren und Sack Plus ist fast gar nicht im Gaming-Bereich bekannt, ist halt einfach das Problem. Man bräuchte da schon einen sehr großen und beliebten Gaming-YouTuber, der das bewirbt, also den Fairplay Booster. Aber leider sind halt die größten schon bei Level Up mit denen verpartnert oder sie sind in irgendeinem Team, wo sie jetzt einfach nicht mal spontan einen neuen Sponsor dazu holen könnten. Dennoch, wie gesagt, absolut coole Aktion von Matthias. Schade, dass es sich nicht noch mehr Leute trauen. Aber das Problem ist halt einfach, dass die meisten großen Influencer davon, von diesem Thema einfach gar keine Ahnung haben. Man hat es einfach wieder gesehen bei dem Stream, den ich auch schon vorhin angesprochen habe. Und in solchen Momenten wünscht man sich schon etwas mehr an Reichweite, aber so ist es halt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um keins meiner Videos zu verpassen. Wie bereits gesagt, kommt auch bald die Review zum Fairplay Gaming Booster. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und tschüss.